Spezialist dieser Art von Rennen, ein Gästefahren, das ist das, was er schon oft mit ordentlichem Erfolg absolviert hat. Im Moment außen unterwegs in zweiter, dritter Spur. Feld kommt die gerade herauf. Und die Führung bei Pergamon S. Hallo. So Wetter, ne? Ja. Hamburg war ja schlimm. Da versucht jetzt innen Marcel Schniederkötter mit Nexus Prime auszunutzen. Und außen in der Mitte der Bahn Georgis Floran, Steffen Elkenkötter hier auch sehr offensiv zu Werke gehen. Vierte Position hat Dan Ilton Strick mit Karl-Heinz Markus. Lotus Kimberley an der Innenkante. Ganz konsequent, ganz geschont. Innen vorgetragen von Frieda Johansmann. Und dann schon etwas Rückstand für Links Dragon. Philipp Hermelbracht versucht den Anschluss nicht. Dann sollte der Sieger hier feststehen. Auf der Zielgeraden, zweite Position jetzt für Ilton Strick. Dann versucht noch einmal Nexus Prime nachzusetzen, auch Links Dragon. Aber vorne ist es eine One-Horse-Show und eine One-Man-Show. Pergamon S, Marco Melisi gewinnt hier völlig überlegen. Molto facile finalmente. Marco Melisi mit Pergamon S. Einfach auf dem zweiten Platz noch Giorgi Spurana. Und dann wird's eng. Da sind 4, 5 Pferde fast auf einer Linie. Und so weit es vorne über. Marco, bist du in Italien schon mal Rennen gefahren oder was jetzt? Heute, zeig mal. Einmal in Nord und einmal in GCT. Aber du hast sehr, sehr leicht gewonnen, ne? Von den Tribünen bist du hier eine Runde vor Schluss ein bisschen weit nach außen gefahren. Was war da? Gut. Marco, wir sprechen dich aber, du willst auf die Siegerparade gehen. Michael, lass euch jetzt auf die wohlverdiente Siegerparade. Der Pergamon ist etwas erhöht. Weiter wird der Pergamon ist Marco Melisi. Thank you.